Wenn man so will, seid ihr am Ziel einer langen Reise. Ist halt klar, ihr spielt halt meistens scheiße, mit riesigen Tränen verschleiße. Die Flaute im Herzen, den Erwin fehlt Begeisterung. Bergab, kein Antrieb, kein Schwung. Ja, Schalke 04 im eigenen Stadion haben die mal wieder 5:2 gegen Hoffenheim verloren. Naja, sind wir Schalker ja nun eigentlich auch schon gewohnt, nicht? So wie bis auf Nübel könnt ihr alle gehen. Naja, vielleicht ist da ja auch was dran. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall haben wir eigentlich in der ersten Hälfte natürlich gesehen, noch stark kämpfende Schalker, muss man sagen. Ne? Auch wenn es 2:0 Halbzeitrückstand war, kam man doch relativ nach 59. Minute fiel dann das Anschlusstreffer zum 2:1 durch einen Elfmeter von Caligiuri, ein berechtigter Elfmeter natürlich. Man hat gesehen, er hat ihn ganz leicht unten getroffen, aber es war ein berechtigter Elfmeter. Ja, was dann passiert, na, da muss ich ja nicht mehr viel zu sagen. Dann passiert nämlich das Gleiche wie in den Wochen zuvor auch, wie auch schon gegen Nürnberg. Sie kriegen das schnelle 3:1, hat mir nicht lange gedauert nach dem Anschlusstreffer. Ja, und dann kam auch nicht mehr viel von Schalke. Da haben sie sich dann ganz fallen lassen, sind überhaupt nicht mehr zurück ins Spiel gekommen. Dann gab es das 4:1 und das 5:1. Ja, und dann macht Burgstaller noch das 5:2. Ja, was natürlich nicht mehr viel von Bedeutung hatte. außer fürs Torverhältnis halt, ne? Hat man mal wieder um einen verkürzt. Bei 5:1 wäre es wieder einer mehr gewesen, aber egal ob 5:1 oder 5:2, spielt dann auch keine Rolle mehr. Ne? Tja, wie geht das nun weiter mit Schalke? Überhaupt, nächste Woche spielen sie in Dortmund. Tja. Und wenn da so ein Auftritt wie zumindest in der zweiten Hälfte da, wo der 3:1 fiel, und dann so einen Auftritt da hinlegt, dann gibt das dann Debakel, ne? Und nichts anderes. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was da mal los ist bei Schalke. Naja, jetzt haben sie ja, Ostern haben sie ja jetzt nicht freigekriegt, die Schalker. Was ich auch eigentlich ganz richtig finde, weil da jetzt noch freizugeben über Ostern und dann noch die Aussagen des Spielers, ja, ein Spiel zum Vergessen, ja, das höre ich jede Woche, ne? Ein Spiel zum Vergessen. Ja, mehr kommt da aber auch nicht, ja? Und dann sagen sie auch jede Woche, sagen sie das Gleiche mit, ja, wir müssen das besser machen, da müssen wir jetzt zusammen besser machen gegen Dortmund, ne? Und da wollen wir gewinnen, ne? In Dortmund. Ne, haben ja auch vor Hoffenheim gesagt, ne, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir wollen dies, wir wollen das. Es kommt letztendlich nichts mehr raus. Ja? Und irgendwie wann nervt es den Fans auch. Ja? Und dann kann man verstehen, wenn die Mannschaft ausgepfiffen wird. Ja? Dann müssen sie sich dann auch nicht mehr beschweren, wenn sie ausgepfiffen wären. Ja? Dann sind sie da selber schuld. Weil die Leistungen in den letzten Wochen zuvor, die kannst du allesamt vergessen. Normalerweise mit diesen Punkten steigt die Schalke bisher auf dem Konto hat. Diese 27 Punkte, da steigst du normalerweise mit ab, ja? Hey, ich fasse es nicht. Ehrlich, ich fasse es wirklich nicht, ne? Jetzt haben sie noch Glück, ja? Dass Stuttgart, Hannover, Nürnberg, dass die noch schlechter sind wie Schalke, ja? Ansonsten würde es mir nicht ganz böse aussehen für Schalke. Aber naja, dazu dann später mal. Wollen wir mal sehen. Stuttgart hat jetzt auch kein leichtes Restprogramm, habe ich schon gesehen. Hoffe ich mal, dass die auch keins mehr gewinnen werden. Ne? Aber
Bis dann, Leute. Ich melde mich nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut und schönen Tag euch noch.